Jo Leute, willkommen zum nächsten Guide. Und zwar spielen wir heute einmal den Prion. Der Prion hat als einzige Krankheit, finde ich, wirklich Zeit. Und das ist etwas, was ich sehr zu schätzen weiß am Prion. Es ist mir noch nie passiert, dass ich beim Prion wirklich erforscht wurde. Also das gab es noch nicht. Es ist immer so, dass wenn ich verliere mit dem Prion, dass ich aufgrund dessen verliere, dass ich halt ja, nicht auf den Inseln bin. So, was macht den Prion so besonders? Der Prion hat eine Fähigkeit, die es ihm erlaubt, die Geschwindigkeit der Forscher weit runterzuziehen. Dementsprechend profitiert er am meisten vom blauer DNS. Also wirklich, der ist so lange in der Phase, wo die blaue DNS aufploppt, das bringt euch bestimmt an die 50 bis 100 Punkte extra. Auf jeden Fall mitnehmen. Die Bonus-DNS, orange DNS und rote DNS ist ein Scheißdreck dagegen. Und automatisches Zerplatzen ist auf mega brutal sowieso. Naja, gut. Nachahmer. Um das Ganze einfach noch langsamer zu machen, spielt auf gar keinen Fall Mutationsbonus. Ich weiß, ganz, 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 ganz viele schwören drauf, den Prion mit Mutationsbonus zu spielen. Dadurch macht ihr das Spiel aber vom Prion einfach kaputt. Der Prion braucht keinen Mutationsbonus. Ihr werdet es auch sehen, ich werde nirgendwo einen Mutationsbonus mitnehmen. Wofür? Der braucht einfach gar nichts. Der hat seine Zeit, die Sachen alle zu erforschen, die er braucht, und dann ist gut. Also auf gar keinen Fall mitnehmen. Nachahmer ist hier definitiv die bessere Wahl. Wasserbonus, ich bin Fan vom Wasserbonus, einfach damit ich safer auf die Inseln komme. Kann aber wieder hier jeder machen, wie er das gerne möchte. Stadtbonus, auf mega brutal eigentlich die beste Wahl meiner Meinung nach, aber auch da wieder Geschmackssache. Man kann auch Widerstandsfähigkeit nehmen, man kann auch Landbonus nehmen. Ich weiß, da gibt es auch Leute, die das nehmen. Wobei die meisten nehmen Stadtbonus oder Feuchtigkeitsbonus auf mega brutal. Wie gesagt, auch eher Geschmackssache. Wichtig ist wieder mal statische Symptome. Spielt sich klassisch wie viele andere Krankheiten auch. Und dementsprechend, ihr werdet den Anfang, denke ich, kennen. Meine Krankheit heißt Triprion Spiralix. Und natürlich starten wir in meinem Lieblingsland, Ägypten. So. Das Ganze warten wir einmal kurz bis 4 ab. So, und eventuell sollte ich das Ganze ein bisschen schneller machen. Symptome, einmal den Husten und weiter geht's. Niesen. Übelkeit. Immer die Kleinen als erstes nehmen. Sinnvoller eigentlich. Deswegen war das Niesen jetzt auch gerade total bescheuert. Dann einmal die ganzen Symptome, die zur Steigerung des... Moment, eine Sache muss ich eben gucken. Zur Steigerung der Übertragung da sind, würde ich direkt erforschen. Weiter als Schritt 2 würde ich niemals gehen. Also Schritt 1, Schritt 2, weiter würde ich nie gehen. Den Rest könnt ihr eventuell mutieren, muss aber nicht. Oh, wir können den Brexit vielleicht verhindern. Wasser, damit wir hoffentlich jetzt schnellstmöglich auf die Inseln kommen. Moment, jetzt habe ich es nicht gesehen gehabt. 10, doch, habe ich richtig gesehen gehabt. 17 und hier unten 15, 18, das hier brauchen wir 7. Projektilwürgen-Kombo. Kälte, Moment, 13. Do, 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 do. Kälte, nochmal 13. Für die Spezialarznei. Island haben wir, Japan haben wir. Jetzt werden es mir langsam ein bisschen zu viele. Das, 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 das.
Und dann ganz wichtig, bevor die Forschung anfängt, diesen Weg einmal erforschen. Madagaskar haben wir. Den. Das hier. Und da hat die Forschung angefangen. War das gerade Korea, wo wir reingegangen sind? Das war Korea, wo wir reingegangen sind. Und jetzt, wo die Forschung angefangen hat, die drei sind super genial. Die Forschung geht jetzt so langsam, das gibt's gar nicht. Einmal die Verhärtung. Dann gehen wir einmal hier drauf, machen das Koma. Hoffen einfach mal, dass wir nach... Grönland reinkommen. Jawohl, sind wir drin. Einmal kurz gucken. Wir sind überall drin. Und wie gesagt, mit dem Prion wurde ich persönlich noch nie erforscht. Liegt einfach daran, der ist halt irre schwierig zu erforschen. So, einmal hier so ein bisschen noch weiter die Übertragung hochziehen. Du ziehst die Übertragung noch weiter hoch. Du noch und ich denke, die dürften jetzt gleich ziemlich zügig einmal hochploppen. Im Normalfall sind so 50% drin. Ich hatte jetzt leider Pech, dass ich relativ spät erst auf Grönland gekommen bin. Aber im Normalfall so 50% schafft er hier locker. Eventuell komme ich sogar noch so weit runter wieder. Aber das ist ziemlich safe zu gewinnen. Ihr müsst halt Glück haben, dass ihr nach auf die Inseln draufkommt. Dodo. Und weg. Einmal runter. 58. Also wie gesagt, ist relativ easy. Ist relativ safe. Wenn, dann verliert ihr hier eigentlich nur, weil ihr irgendwo auf irgendeiner Insel nicht seid. 57. Oh, das könnte sogar noch eng werden. Schaffe ich die 50? Ah, nee. So weit runter geht er nicht. Symptome. Ja, wir können jetzt nochmal hier so ein bisschen was erforschen. ...55%. Sieht gut aus. 56, irgendwo so bei 57, 58 wird er aufhören. Werde ich die Menschheit ausgerottet haben. Wenn sie überhaupt noch mal so weit kommen. Jo, kommen sie sogar noch. Aber wie gesagt, das Ding ist gelaufen. Wo sind denn die letzten Menschen? Afghanistan. Direkt da. In der Umgebung zu meinem Startland. Eigentlich hätte ich gedacht, dass das immer so drumherum gespreadet ist. So. Menschheit wird ausgelöscht. Sag ich ja. 58%. Leider ganz knapp dran vorbei an den 5. Aber ich denke mal, das war trotzdem relativ gut. Wie gesagt, ich hatte jetzt das Pech, dass ich relativ spät erst nach Grönland reingekommen bin. Grönland versaut es mir auch meistens in den Prion-Runs. Aber hat ja geklappt. Leute, wenn es euch gefallen hat und geholfen hat, lasst ein Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Playing Evolved. Bis dann und ciao, ciao.